Grund zum Feiern hatte am Wochenende die Freiwillige Feuerwehr von Hofgeismar. 150 Jahre wurde die Wehr alt und ist somit eine der ältesten im Landkreis Kassel. Mit einer Aktionsmeile in der Fußgängerzone startete das Festwochenende. Zahlreiche Hilfsorganisationen wie die Rettungshundestaffel Kassel-Wolfhagen, die DLRG oder das DRK gaben dabei Einblicke in ihre Arbeit. Doch was finden die Jüngsten eigentlich so reizvoll an der Feuerwehr? Dass man Feuer löschen kann und dass man mit der Spritze einfach Wasser spritzen kann. Und warum machen junge weibliche Teenies mit? Da wir auch wenig Frauen dabei haben und jede Frau ist auch eine rettende Hand bei der Feuerwehr. Und wie schätzt der Wehrführer die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr in Hofgeismar ein? Ich gehe davon aus, dass es in Deutschland überwiegend immer wieder bei Freiwilligen Feuerwehren bleiben wird, weil eine Berufsfeuerwehr für die Kommunen einfach nicht finanzierbar ist.